Die Slowenen nun etwas aus der vorsichtigen Defensive. Aber die Rumänen aggressiv wie lange nicht. Das scheint die Handschrift von Hadži zu sein. Das ist Kontra. Cosmin Kontra und ein bisschen Glück hat er auch dabei. Konstantin Nikolaje, der 20-Jährige von Sporting Lissabon, erzielt in der 26. Minute die Führung der Rumänen. Da sah Vuk Dalic mit der Nummer 4 alles andere als gut aus. Er zuckte ein bisschen zurück und die mitgereisten Fans von Rumänien können jubeln hier. Da säbelt er über den Ball und Konstantin Nikolaje mit seinem 9. Tor im 15. Länderspiel. Da lässt er Moldovan glatt vergessen. Für 6 Millionen wechselt er von Dynamo Bukarest zu Sporting Lissabon. Mircea Lucescu wollte ihn gern haben bei Galatasaray Istanbul. Der Landsmann, der rumänische Coach, aber er kam zu spät. Weiter die Rumänen, Mucu. Da könnte man schon denken, Hadži in jungen Jahren. Die Rumänen klar dominant hier in Ljubljana. Konstantin Nikolaje, sogar der gefährlichere als sein kongenialer Partner Andrean Ilie. Aber Ilie hat sich darauf spezialisiert, so ein bisschen aus dem Rückraum zu kommen, wie Kluivert bei Barcelona. Amir Karic wird herausgenommen in der 38. Minute und es kommt Nastja Če vom Club Brügge, nicht zu verwechseln mit Aleš Če vom Grazer AK. Links sehen Sie schon Slowenien, ein Wintersportland. Alpine Künstler, Skispringer galten in der Gunst des Publikums als Nummer 1, aber die Fußballer haben aufgeholt. Und besonders dieser Mann hat dafür gesorgt, Milenko Acimovic, bereits auf dem Weg zur Euro 2000, setzte er sich ein Denkmal hier in diesem Stadion, als er im Playoffspiel gegen die Ukraine mit einem wunderbaren Lob aus 30 Metern dazu beitrug, dass man die Ukraine 2:1 besiegte. Die führte durch Schewtschenko mit 1:0. Und hier ist wieder dieser Milenko Acimovic von Roter Stern Belgrad. Der Mann, der am schnellsten reagiert und einen so tollen Kopfball platziert. Keine Chance für Bogdan Stilja. 1:1 in der 42. Minute. Da wird nicht konsequent der Abschluss gesucht. Deshalb 1:1. Die Slowenen werden unterstützt von den 10.000 und schauen Sie, was jetzt er macht. Ein super Tor, ein außergewöhnliches Tor. Jetzt müsste man wirklich das Tor von Lothar Emmerich von der Weltmeisterschaft 66 haben gegen Spanien. Ob da Iribar genauso hilflos aussah wie hier Bogdan Stilja. Eine brutale Parallele tut sich da auf für die Slowenen. Ist das der Lohn für eine engagierte, ambitionierte Leistung, die schon angedeutet wurde gegen Ende der ersten Halbzeit? Milan Pozerk, er übertrifft diesmal noch Acimovic. Dieses Tor noch spektakulärer, reif für alle Videotheks. 2:1 in der 70. Minute, sein drittes Tor in der WM-Qualifikation. Ja, selbst Hadži wird überlegen müssen, wann habe ich mal so ein Tor geschossen. Nochmal Oczerk, der bekommt natürlich jetzt die zweite, die dritte Luft.